Ohne Scheiß, Piccolo sollte echt mal damit aufhören. Das sollte echt schlimm für die Haut sein. Und ja, Leute, Tenshin Schande ist real. Lass uns überleben! Jo, Leute, hier und damit herzlich willkommen zu meiner Review zu der Dragon Ball Super Folge 106. Wir sind sehr, sehr kurz vor dem Special, denn denkt dran, am 8. Oktober kommt das Dragon Ball Super Special. Nächste Woche ist Pause am Sonntag, da wird keine Folge kommen, aber die Spoiler werden trotzdem kommen, zu dem werde ich ein Video machen. Und am Sonntag wird euch ein Special Dragon Ball Video von mir erwarten. Das gehört zum 100.000 Abonnenten Special, deswegen freut euch auf jeden Fall darauf. Und nochmal an die Leute, die meine Videos vielleicht für eine längere Zeit verfolgen, aber noch kein Abo dagelassen haben, würde ich gerne sagen, hey, Leute, abonniert den Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann werdet ihr auch keine News oder sonstiges verpassen, weil wenn was Großes passiert, werde ich auf jeden Fall dazu ein Video machen. So, fangen wir nun mit der Folge an und die Folge ist auf jeden Fall eine Folge gewesen, eine coole Folge, will ich sagen, um sich davon zu erholen, was letzte Woche mit Muten Roshi passiert ist. Deswegen macht Muten Roshi auch im Anime selbst erstmal eine Pause. Das war wirklich letzte Woche auch eine sehr, sehr krasse Folge und deswegen, diese Folge war ein bisschen ruhiger, muss man da wirklich sagen. Und zwar, Gohan wird von Rota getroffen. Wir sehen nämlich am Anfang, als wir zu der Sequenz gehen von Gohan, Piccolo und Rota, also Dr. Rota von Universum 6, dass Gohan getroffen ist. Aber wir wissen nicht, was genau Rotas Fähigkeit ist. Wir sehen nämlich die ganze Folge lang, dass über Dr. Rota ein Witz gemacht wird, dass er die ganze Zeit seine Fähigkeit präsentieren möchte, aber nicht dazu kommt. Deswegen, das ist so ein bisschen dieser Running Gag. Ist ein bisschen schade, aber ich sag mal so, von Dr. Rota hat sowieso, glaube ich, keiner was erwartet. Wie dem auch sei, wird er dann von Pran getroffen und Gohan und Piccolo flüchten erstmal aus der Szene und er ist noch nicht tot oder so gewesen. Wir sehen ja später in der Folge, dass er noch da ist, aber wie gesagt, er war nur bewusstlos an dieser Stelle. Da hätte sich eigentlich jemand bedienen können oder Gohan sich bedienen können und den Kill holen können, also den KO holen können. Wie dem auch sei, die Attacke ja, wird von Piccolo aufgestellt, dass es wie die Höllenspirale ist, deswegen fand ich das ganz cool. Wisst ihr alle, wie stark die Höllenspirale sein kann, gerade von dem Kampf von Piccolo gegen Frost hat man gesehen, dass da auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben ist. Piccolo spürt da keine Energie bei dem Angriff, also könnte vielleicht daran liegen, dass der liebe Pran nicht mit Ki angreift, was wir natürlich auch wissen, aber dass seine Fähigkeit wirklich so funktioniert, dass es ihm angeboren ist und dass er quasi nur das Ganze weiterleitet, was er von Amira bekommt, auch mehr oder weniger interessant. Dann wird Piccolo getroffen und sein Arm ist natürlich weggefetzt und ja, wenn man Dragon Ball ein bisschen verfolgt, weiß man natürlich, okay, das ist für Piccolo nicht das allzu große Problem und ich muss dir sagen, die Szene an sich hat ganz gut funktioniert, aber ich finde, bei Piccolo ist es nicht so wirksam, wenn er etwas verliert, weil das ist so, weiß ich nicht, das ist für einen Moment so eine kurze Dramaturgie für Gohan, aber der Zuschauer weiß ja, okay, das ist jetzt zwar ganz cool, aber wir wissen ja alle, was dann passieren wird, deswegen das ist nochmal eine andere Sache, weil wenn man stirbt zum Beispiel, sagen ja auch alle immer, ja, da werden eh die Dragon Balls geholt und so, ich finde das nochmal ein bisschen was anderes. Es ist zwar true, dass es so passiert, dass wenn jemand sterben sollte, dass der zurückgeholt wird, mehr oder weniger, aber bei Piccolo ist für mich nochmal ein bisschen was anderes. Ich fände es sehr cool, wenn es eine nachtragende Verletzung geben würde von dem Tunnel der Kraft oder im Tunnel der Kraft, weil das Ding ist halt, töten ist zwar nicht erlaubt, aber so andere Sachen, wer weiß, vielleicht passiert da was oder im Nachhinein sogar im Kampf oder irgendwie sowas. Wäre ziemlich interessant, wenn Gohan in seinen Arm verlieren würde, so wie Future Gohan und dann so eine Prothese bekommen würde, so eine Roboterprothese bekommen würde, aber das ist wie gesagt übelst weit hergeholt, das ist nur so ein kleiner Gedanke von mir, nicht irgendwie weiter ernst nehmen, Leute, aber es wäre ganz lustig wegen Future Gohan halt als Anlehnung und die Technik sollte eigentlich auch soweit sein momentan. Pran erschafft diese Kugeln, das habe ich ja auch letztens in der Preview-Analyse gesagt, dass er wahrscheinlich diese Kugeln schafft und Hamida der Shooter ist. Ich hätte jetzt nicht, dass er das Ganze so weiterleitet, aber ist ganz gut gelöst, finde ich, und wir sehen auf der ganzen Map, dass fast gar kein Kampf entsteht. Wir sehen, dass alles sehr, sehr ruhig ist, wie ich ja gesagt habe, dass die Kämpfe zurückgehen, dass man sich mehr Sorgen macht, weil, wie gesagt, desto mehr Leute rausfliegen, macht man sich ja Gedanken, okay, was ist mein nächster Schritt, ich könnte rausfliegen, weil wenn man in das Turnier reinstartet, dann ist man so von der Motivation her, okay, mir kann eh nichts passieren, ich bin der Beste, ich werde alle fertig machen, und desto mehr Leute rausfliegen, wird man immer ein bisschen stutzig und denkt sich, okay, kann ich das wirklich noch schaffen, und deswegen geht der Kampf ein bisschen zurück. Natürlich kann man jetzt nicht an allen Stellen Kämpfe animieren, deswegen hat man das am Anfang gemacht mit vielen Kämpfen, um zu zeigen, hey, das ist das Turnier der Kraft, das ist die Universe 2 Lage, das sind 80 Kämpfer, da kämpfen sehr, sehr viele, jetzt mit fast unter 40 Kämpfen oder mittlerweile wirklich unter 40 Kämpfern, ist einfach so, dass man das Ganze nicht mehr so krass dynamisch gestalten kann, deswegen glaube ich nicht, dass es ein großes Zeichen ist, aber auf jeden Fall ein kleines. So, Pran sieht auf jeden Fall die Wärme der Körper. Deswegen kann er schießen, obwohl er die Gegner nicht richtig sieht mit seinen Kugeln. Und dann sehen wir, dass Piccolo und Gohan alles warm machen in ihrer Umgebung. Und da muss ich auch sagen, fand ich das ganz lustig, weil auf diesem Radar quasi von Pran sah man einfach ganz genau, wer geschossen hat und wer dann wirklich die Hauptquelle ist. Aber gut, unser Pran scheint da nicht der Allerhellste zu sein, weiß man nicht, wie die Rasse drauf ist. Und ja, wer auch nicht der Allerhellste ist, ist Zeno, denn der Zeno bekommt von dem Daishinkan erklärt, was ein Sniper ist. Dass auch nicht etwas Besonderes passiert, außer den einen Daishinkan-Shot, der war sehr, sehr düster. Und ja, der Daishinkan musste in jeder Review angesprochen werden. Deswegen haben wir das auch auf jeden Fall an dieser Stelle. Dann sagt Krillin, dass sie keine falsche Bewegung machen sollen. Da denke ich mir auch so, Digga, Krillin, du wurdest vom Feiern rausgekickt von Frost. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwelche Hinweise geben kannst. Deswegen, das fand ich auch nochmal sehr, sehr lustig. Da kommt auch eine sehr, sehr lustige Szene, und zwar, wir sehen, dass
Tenshinhan Dr. Rota auffindet und dann von Goku und Vegeta erwischt wird, wie Tenshinhan sich einen Free KO mit Rota holen wollte. Also nein, wollte er nicht, aber das sah echt lustig aus, als ob Tenshinhan so hingeht. Ich habe mich die ganze Zeit versteckt und jetzt werde ich ihn rausschmeißen, um einen KO zu bekommen. Und dann wird er halt erwischt. Also wie gesagt, Tenshinhan kann ich nicht ernst nehmen, weil diesen Arc glänzt er nicht. Er glänzt wirklich nicht. Dazu kommen wir gleich nochmal. So, Vegeta wird getroffen von unserem lieben Pran. Also nicht weiter schlimm an der Stelle, weil er sagt halt, wie kann man sich nur davon treffen lassen. Dann wird er selber getroffen. War ganz gut von dem her, weil er auch gesagt hat, dass Piccolo und Gohan die ganze Zeit nur weglaufen. Dann haben wir überall Narutos. Also wir haben überall Linien aus Konohagakure, die laufen alle auf einmal im Ninja-Style. Ich weiß nicht warum. Hat der Storywriter oder hat der Animateur in dieser Folge irgendwie Naruto-Vibes gehabt oder sonstiges? Es gab sogar einen Soundtrack in dieser Folge. Da müssen wir drauf achten. Ich glaube, das war, wo Piccolo seinen Arm verloren hat. Also das erste Mal. Da sehen wir, oder da hören wir ja gesagt, einen Soundtrack, der sehr, sehr krass ist zu einem Soundtrack aus den Shonen-Prüfungen von Naruto. Also das war sehr, sehr, sehr ähnlich. Dann sehen wir nämlich was ganz, ganz Cooles, wie ich finde. Und zwar erstmal, dass Tenshinhan Goku und Vegeta vertraut. Das hat sehr, sehr gut geklappt in dieser Szene. Und ich fand es ganz gut, dass man dieses Vertrauen gezeigt hat, der Teammitglieder. Und dann sehen wir das Running Kamehameha und die Running Galligan. Und ich muss sagen, das harte Style, das war wirklich total fresh, dass sie so gelaufen sind und dann im Lauf quasi diese Attacke gefeuert haben. Und Pran schießt dann, nachdem er die erste Attacke überlebt hat, die Galligan zurück, weil er hat die Fähigkeit, dass er alles reflektieren kann, alle Schüsse reflektieren kann. Deswegen kann er das auch von Hamira reflektieren. Und Hamira hat einen Blaster. Und da denke ich mir auch so, hey, dieser Blaster ist irgendwie nicht ganz angenäht oder der ist auch irgendwie mitgenommen, das ist irgendwie Cheatmittel, aber wir sehen ganz klar, dass dieser Blaster einfach zu seinem Körper gehört, weil es auf jeden Fall ist kein Regelbruch. Das sieht schon sehr, sehr krass nach einer billigen Nerfgun aus, was Hamira da hat. Deswegen so viel zu dem Thema. So, dann kommen wir ein bisschen zu Oldschool-Stuff und zwar technisch dann holt die Multiform raus, die er damals schon zum Vorschein gebracht hatte und es sah hier auch sehr, sehr Pride Trooper-mäßig oder Ginyu Force-mäßig aus mit seinen Bewegungen und das Ding ist halt, in dieser Form ist er schwächer und ja, auch langsamer ist es natürlich sinnvoll, wenn er sich viermal teilt. Mir fällt auch gerade ein, dass ich die Stelle mit Piccolo ein bisschen geskippt habe, denn Piccolo hat ja zweimal seine Arme verloren. Einmal das erste Mal bei einem Arm und dann das zweite Mal mit beiden Armen. Und da muss ich auch nochmal sagen, wie gesagt, für die Dramaturgie hat das ganz gut geklappt, für Gohan jedenfalls. Ich finde aber für den Zuschauer persönlich nicht, weil die meisten wissen ja alle, was Sache ist mit Piccolo, deswegen hat das nicht so gut geklappt. Ich finde allgemein in dieser Folge, da muss ich auch ein bisschen Kritik äußern. Ich weiß natürlich, dass diese Folge nicht die Folge von Gohan und Piccolo sein wird. Da wird natürlich noch was in Zukunft kommen, aber ich finde allgemein so, Gohan und Piccolo haben in dieser Folge nicht so gut harmoniert. Ich hatte das Gefühl, dass man sie benutzt hat, um quasi diesen Plan auszutricksen und mehr nicht. Also man kann nicht immer so eine Bombe-Folge bekommen, ist einfach klar. Und es war ja auch nicht ganz, ganz schlimm, was das hier passiert ist, aber ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt mit Gohan und Piccolo, aber wir wissen ja ganz genau. Wir haben noch die Namekianer aus Universum 6 und noch weitere Gegner, deswegen da wird zu 100% noch was kommen, also bei Gohan braucht ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen und Piccolo wird dann wahrscheinlich gegen die Namekianer rausfliegen, obwohl ich mir sehr, sehr stark wünsche, dass er gegen sie gewinnt, aber wenn er rausfliegt, wenn er gegen sie verliert, bleibt da auf jeden Fall sehr, sehr viel Zukunftsstuff übrig, weil stellt dir mal vor, es gibt einen Namekianer, der Piccolo besiegt, dann würde Piccolo den bestimmt auch mal nochmal besiegen wollen und allgemein wäre da vielleicht ein Training nochmal drin und eine Reise nach Universum 6, was natürlich sehr, sehr krass aussteht, deswegen haben wir das nochmal, was sehr, sehr cool sein kann. Und so, jetzt zurück zu Tenshinhan und zwar sehen wir, dass Tenshinhan mit vier Leuten angreift, weil er viel mehr sehen kann in dem Sinne mit seinen drei Augen pro Person und wir sehen, dass die Nenataler, ich meine, sorry, die Saiyajin Son Goku und Vegeta Pran besiegen, indem sie Steine hochheben und ich habe mich da so weggeschmissen. Also ich muss sagen, solche Szenen sind oftmals sehr, sehr banal, sehr, sehr einfach, aber ich fand ja gerade diese war sehr, 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 sehr lustig, weil Goku und Vegeta auch wieder mal perfekt harmoniert haben in dieser Folge. Und da kommt auch der Einsatz der Kiku-Kanone von Tenshinhan und ja, Piccolo und Gohan sind währenddessen nur am Weglaufen. Hamidas Arm ist dann bestätigt und Tenshinhan scheint gewonnen zu haben, deswegen lädt er nochmal die Kiku-Kanone auf, fand ich auch ein bisschen okay. Du hättest Hamida einfach rausschmeißen können in dem Sinne, aber nein, Tenshinhan wollte mal seinen Signature-Move auspacken und die Kiku-Kanone machen, um zu sagen, hey, guck mal, ich kann auch nochmal was. Auf jeden Fall ist Hamidas Arm nicht beschädigt, denn er trickst ihn aus wie Freezer. Also ich fand, die Szene war sehr, sehr ähnlich zu Freezer. Der in den Boden geschossen, um den Boden abbrechen zu lassen, damit Tenshinhan rausfliegt. Und er wird dann doch noch von den Klonen gegriffen. Das heißt, Tenshinhan fliegt runter, ja, er fliegt runter, aber mit seinem Geo-Wurf nimmt er nochmal den lieben Hamira mit. Und das war Tenshinhans Folge, das war Tenshinhans Auftritt und ja, ich muss sagen, ich fand das Highlight jetzt nicht so stark persönlich und ich muss auch hier sagen, dass ich vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt war, weil man hat die Folge mit Muten Roshi gesehen und da dachte man, okay, hey, Muten Roshi hatte echt eine krasse Folge, vielleicht kann er wirklich für die anderen Charaktere auch nochmal mehr kommen, aber ist natürlich klar, ist uns bewusst, dass nicht jeder Charakter ein krasses Highlight bekommen kann, weil dafür gibt es erstens die ganzen Kämpfer nicht mehr, also so viele Kämpfer nicht mehr, die krass sind und es ist auch so, das ist halt komisch, wenn jeder Kämpfer so krass sein würde und dann rausfliegen würde, deswegen, dass Tenshinhan so rausfliegt, ist für das Turnier der Kraft, also im Gesamten am besten, aber für mich als Fan und als Zuschauer von dieser Folge
hat mir das nicht so sehr, sehr gefallen, weil ich halt einen Mega-Moment haben wollte. Aber fürs Gesamtbild, glaubt mir, ein paar Wochen werden wir ein bisschen anders drüber denken. Aber was bleibt, ist natürlich, dass Senshin dann in Dragon Ball Super nichts zu suchen hat. Der ist komplett outdated. Leute, tut's einfach so wie ich. Lest heute Abend ein bisschen Dragon Ball Classic und ja, genießt den alten Senshin dann, der da sehr, sehr krass war. Aber so viel dazu. Also ich glaube, der letzte Moment, der ist wirklich sehr, sehr cool war, war wirklich der gegen Cell, auch wenn er gegen Bulma angegriffen hatte, fand ich das mit Cell sehr, sehr gut von Tenshin Han. So, ich schwelge aber ein bisschen zu viel sehr in der Vergangenheit momentan. Dr. Rota ist nämlich noch da und hält dann Pran fest. Er möchte seine Rache haben und er sagt wieder, meine Fähigkeit ist, und dann kommt Vegeta mit Gallican und holt sich zwei Kills, zwei KOs, und Vegeta ist nun derjenige in Turnier der Kraft, der die meisten KOs hat. Er ist der MVP, wenn man so möchte. Und ja, Goku macht sich dann langsam Gedanken, dass wirklich Leute rausgeflogen sind von seinem Team, und Vegeta sagt dann, dass sie für sie kämpfen sollen. Und ich muss gerade sagen, das ist das wirklich Stärkste für mich in dieser Folge gewesen, und zwar Goku und Vegeta zusammen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr stark. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Das hat super funktioniert, wieder auch in dieser Folge allgemein. Die Synergy zwischen den beiden ist super gut, aber hier wirklich nice gemacht. Ja, dann sind wir nochmal am Ende der Folge einen Freezer-Shot. Also wissen wir auf jeden Fall, dass er noch irgendwo da ist. Ich denke, wir werden ihn auch bald sehen. Und kommen wir zu der Ending-Theorie. Und zwar, die Ending-Theorie ist sehr, sehr krass verbreitet. Es gab eine Theorie, dass man sehen konnte, wie die Leute im Turnier der Kraft von Universum 7 rausfliegen. Denn wir hatten eine Reihenfolge von Universum 7 und diese Reihenfolge ging von links nach rechts. Und bis jetzt war sie Krillin, Tenshin Han, Vegeta. Das heißt, momentan stimmt die Reihenfolge mit Krillin und Tenshin Han, die rausgeflogen sind. Und das heißt, Vegeta könnte als nächstes rausfliegen. Und jetzt wird viele sagen, nein, Vegeta kann nicht rausfliegen. Er kann nicht von den Cyborgs rausfliegen. Er kann nicht von Mutant Roshi rausfliegen und so weiter und so fort. Ja, ihr habt recht, es kann nicht sein. Aber das Ding ist, wir haben jetzt Folge 107 nach zwei Wochen. Dann haben wir Folge 108. Und Folge 108 wird sehr, sehr stark mit dem Cliffhanger zum Limit Breaker enden. Und dann wird das Special kommen. Und maybe ist der Aufbau da in diesen beiden Folgen vor dem Special. Und dann im Special selbst könnte Vegeta seinen Moment bekommen oder auch vorher schon aufgebaut bekommen und dann rausfliegen. Wenn man Vegeta richtig highlight, wenn man ihr einen richtigen Kampf gibt, dann kann man ihn eigentlich jetzt schon rauswerfen. Es ist möglich. Ich sage nicht, dass es passiert. Ich sage nicht, dass es unbedingt das Beste wäre, aber es ist möglich. Und mit einem Highlight, wirklich so ein Kampf gegen Hit oder so, fände ich das auch okay. Ja, ich fände es wirklich okay, auch wenn ich wirklich ein großer Vegeta-Fan bin. Also, ich bin mein Leben lang schon mehr Goku-Fan gewesen, aber Leute, Vegeta ist ein mega, mega geiler Charakter. Besonders in Dragon Ball Super ist er sehr, sehr gut, deswegen möchte ich auf gar keinen Fall, dass er nicht seine Show bekommt, aber ich denke, dass diese Ending-Theorie wirklich stimmen könnte. Aber dazu werden wir mehr in der Preview reden, weil da gibt es ein bisschen mehr Stuff und ich werde heute keinen Stream machen, denn ich möchte heute mal komplett sicher gehen und ich werde heute mal einfach ein Video machen zu der Preview wie die letzten Wochen, weil ihr wisst ja, dass ein Stream ist in den letzten Wochen, das ist sehr, sehr komisch, dass ja, das Internet abbricht und so weiter und so fort. Wir müssen mal gucken, was da momentan abgeht. Aber wie dem auch sei, heute um 17 Uhr wird die Preview-Analyse als Video geben. Ich hoffe trotzdem auf euren Support an dieser Stelle, dass ihr da sein werdet. Und ja, ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und eure Meinung ist natürlich wie immer wichtig. Schreibt mir in die Kommentare, was war euer Lieblingsmoment in dieser Folge und wie fandet ihr diese Folge allgemein. Leute, ich weiß gerade, bei dieser Folge wird es sehr, sehr kritisch, aber bleibt da ganz cool an der Stelle. So, damit bin ich auch wirklich raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.